Tölt ist eine faszinierende Gangart und viele Reiter, die einmal einen kraftvoll laufenden Tölter geritten haben, wollen dies auch nicht mehr missen. Bis ein Tölter jedoch fertig ausgebildet ist und sein Gangvermögen voll entfalten kann, vergehen 2 bis 3 Jahre Ausbildungszeit. Viele junge Pferde zeigen oft sehr früh ihr Talent und man muss aufpassen, dass man ihnen nicht zu schnell zu viel abverlangt. Dieser junge Schecke gehört zu dieser Gruppe von Pferden. Er ist 6 Jahre alt und seit etwa einem Dreivierteljahr unter dem Sattel. Er ist erst seit ca. 10 Wochen gezielter im Tölttraining und zeigt trotz leichter Rückenprobleme bereits seine gute Veranlagung. Um etwas besser zu verstehen und einzuschätzen, was ein Pferd in einem flotten Tempo Tölt arbeitet, habe ich hier mal den Versuch gemacht, die Leistung des Pferdes in einigen Zahlen auszudrücken. Wir wissen bereits aus anderen Videos von mir, dass der Tölt einen Viertakt hat und man ihn in 8 Phasen zerlegen kann. Wenn man mit dem Aufhusen des linken Hinterbeins als erste Phase beginnt, folgt danach das Aufhusen des linken Vorderbeins und hat eine laterale Zweibeinstütze. Danach fußt das linke Hinterbein ab, wir haben eine Einbeinstütze vorne. Danach fußt das rechte Hinterbein auf, wir haben eine diagonale Zweibeinstütze. Dann fußt das linke Vorderbein wieder ab, wir haben eine Einbeinstütze hinten rechts. Dann fußt das vordere rechte Bein auf, wir haben eine laterale Zweibeinstütze, gefolgt von dem Abfußen des rechten Hinterbeins, wir haben eine Einbeinstütze vorne, danach fußt das linke Hinterbein auf, wir haben wieder die diagonale Zweibeinstütze und dann fußt das rechte Vorderbein ab und wir haben wieder die Einbeinstütze hinten links. Interessant wird es, wenn man sich nun die Zeit anschaut, in der das Pferd diese 8 Bewegungsphasen macht. In dem Tempo, in dem das Pferd gerade läuft, braucht es dafür gerade mal 0,5 Sekunden. Wenn wir also wieder mit der Einbeinstütze hinten links beginnen, vergeht eine halbe Sekunde, bis der Schecke sich erneut in dieser Bewegungsphase befindet. Da beim taktklaren Tölt jede Phase gleich lang dauert, heißt das, dass jede Bewegungsphase nur 0,062 Sekunden lang ist. In einer Sekunde durchläuft das Pferd in diesem Tempo also 16 Bewegungsphasen. Eine Runde auf der Ovalbahn entsprechen einer Länge von 250 Metern. Der Schecke braucht dafür 48 Sekunden. Oben läuft die Uhr mit. Das macht 192 Schritte pro Runde und sind umgerechnet 19 Stundenkilometer. Beim aktuellen Trainingszustand hält er das in diesem Tempo 4 bis 5 Runden durch. Diese Werte vermitteln eindrucksvoll, mit welcher Dynamik sich ein Tölter bewegen kann, aber auch, was für eine Kraft und Ausdauer nötig ist, um das zu schaffen. Wenn solch ein Pferd später mal auf einem Turnier vorgestellt werden soll, muss es dazu noch sicherer und fehlerfreier laufen. Um in einer Mehrgangprüfung nicht nur den Tölt, sondern noch alle anderen Gangarten zu präsentieren, wird klar, was noch an Training nötig ist, um das eines Tages ausdrucksvoll bewältigen zu können.